Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Einstimmung hören wir ein Lied vom diesjährigen Weltgebetstag. Wir haben ihn am 6. März noch zusammen hier in unserer Markuskirche feiern können. Das Lied heißt »Steh auf, wo immer du auch bist«. Liebe Gemeinde, mit dem Lied »Steh auf, wo immer du auch bist« begrüße ich Sie alle herzlich zur Andacht für den ersten Sonntag nach dem Osterfest. Geplant war, dass wir diesen Gottesdienst mit dem Team des Frauenkreises St. Markus gemeinsam feiern und auch dieses Lied gemeinsam im Gottesdienst singen. Ein Lied vom Weltgebetstag. Am 6. März konnten wir ihn noch feiern in ökumenischer Gemeinschaft mit St. Theresia. In diesem Jahr ist der Weltgebetstagsgottesdienst von Frauen aus Simbabwe vorbereitet gewesen und sie haben den Gottesdienst unter das Leitwort gestellt: Steh auf und geh. In über 120 Ländern rund um den ganzen Erdball wurde an diesem 6. März Weltgebetstag gefeiert, in ökumenischer Weite, in ökumenischer Verbundenheit. Ökumene, das heißt ganz wörtlich die ganze weite, bewohnte Welt. Nur wenige Tage später hätten wir nicht mehr zusammen feiern können. Versammlungsverbot, Kontaktsperre zur Eindämmung von Covid-19 hätten das verhindert. Ja, auch diese Krise ist ökumenisch. Sie verbindet uns alle weltweit. Sie fordert uns heraus, uns alle weltweit. Über die Grenzen der Kontinente, der Länder, der Völker, der Religionen hinweg. In einem Interview, das ich vor ein paar Tagen gesehen habe, da war ein alter Mann in der Jerusalemer Altstadt. Er sagte: Jetzt in dieser Krise merken wir erst eigentlich, wir sind alle Menschen, alle gleich. Wir alle sind Gottes Kinder. Der erste Sonntag nach dem Osterfest erinnert uns genau daran. Wir alle sind Gottes Kinder. Weißer Sonntag wird dieser Sonntag genannt oder auch mit dem lateinischen Namen Quasimodo Geniti, auf Deutsch wie neugeborene Kinder. Wir als christliche Gemeinde erinnern uns an diesem Sonntag besonders an die Taufe. Die Taufe ist ein Sinnbild dafür, dass Gott uns immer wieder neue Lebensmöglichkeiten schenkt, dass er uns nicht festlegt auf verpasste Chancen, auf Schuld und Versagen. Gott macht uns den Weg frei, wo wir festgefahren sind.
Seine Liebe weckt in uns wieder neu die Sehnsucht nach Leben, nach neuen Möglichkeiten, die wirklich tragen für uns und unsere ganze bewohnte Welt. Dazu fordert uns alle auch diese weltweite Corona-Krise auf, die wir jetzt gemeinsam bestehen müssen. Gott macht uns Mut dazu. Immer wieder. Er macht uns Mut, aufzustehen, einzustehen füreinander und für das Leben, wo immer wir auch sind. So wie es im Lied aus Simbabwe heißt: Steh auf, wo immer du auch bist. Die Sehnsucht treibt dich an. Steh auf, wo immer du auch bist. Versöhnung macht dich stark. Steh auf, wo immer du auch bist. Die Liebe gibt dir Halt. Als geliebte Söhne und Töchter Gottes beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns und all unsere Lieben und seine ganze bewohnte Welt, der liebende und in allem mächtige Gott. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.